und willkommen zurück zu einem Let's Play FIFA 12. 13. Be a Pro. Fail. Ja, mit dem Pandaman wieder. Was geht ab? Und hier haben wir die Startelf der heutigen Partie. Ich muss euch leider einen kleinen Fehler von mir eingestehen. Und zwar habe ich vergessen, nach der letzten Aufnahme zu speichern und musste das Ganze nochmal neu spielen. Und das Ergebnis ist leider nicht so ausgefallen, wie ich wollte. Wir haben nämlich leider 1-1 gespielt statt 2-0 verloren. Scheiße, ne? Ich habe ja die letzte Folge sogar noch gesehen. Ja. War ja nicht so toll. Nö. Egal, wir haben jetzt 1-1 gespielt. Es ist besser, ne? Naja, wollen wir gleich mal zur Startelf kommen im Tor. Luing, davor heute Doe, Reynolds, Bingham, Saunders, Howell, Durand, Elito, Luxman und Scott. Ja, Scott. Das sagt der Trainer. Wollen wir die Partie mal spielen? Jetzt habe ich auch wieder Musik im Hintergrund. Yay. Und zwar ist die gerade von DJ Rock. Einem nicht gerade sehr... auch gerade. Nicht sehr bekannten, aber gutem Elektro... Elektro... DJ, sag ich mal jetzt. Ich weiß nicht. Ist, glaube ich, nicht so gut. So, jetzt... Wir spielen gegen Oxford United. Im Torwart Clark, davor Butt, Worley, Boateng, Capaldi, Smalley, Levin, Shumpman, Pitman, Constable und Rick. Endpower League 2, Corn Lane, 11. September 2012, Anstoß 19:55, Schiedsrichter ist Scott McBanny, Profi 6 Minuten Regen. Ja. Weil du meinst ja irgendwie letzte Folge, ja, ich kann die Mannschaft an die Führung bringen. Oh, nein. Ich kann diese Mannschaft an den ersten Platz bringen und dann auch zum Aufstieg und so führen. Und ich glaube, kurz danach war dann schon das 0-1. Ja, ich glaube schon, ja. Ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass sie so gespielt haben. Aber vielleicht ab demnächst, weil der Pandaman, der hat auch vor, sich mal FIFA 13 zu holen. Machen wir dann zusammen eine Karriere. Oh. Also zum, ja, weil momentan mache ich ja dies hier nur wegen er noch nicht haben tun. Wegen er noch nicht haben. Ja, weißt du Bescheid? Oxford United spielt mit einer 4-4-2 Aufstellung. Das letzte Ergebnis war ein Sieg gegen Aldershot Town, davor zwei Niederlagen. Das diese eine Glückspunkt, den wollen wir wieder unterbrechen, also wir machen die jetzt fertig. Ja, Cinderella. Aufwärmen und Wing von denen ist verletzt. Tja, kein Wing? Wingman mehr. Okay. Oh. Scott, I love you. Fail. Komm. Ich fail gerade die ganze Zeit mit Scott. Ja, ein Tor. Fail. Bam! Naja, machen wir mal weiter. Naja. Ja, gerade überschneidet sich leider die Musik. Ah, Paul macht ein Tor. Luximan. Macht ein Tor. Führst du? Nein. Das war jetzt nur so dieses Vordings da. Achso. Nee, die Spielkommentatoren sind jetzt nicht Frank Buschmann und Manni Breitmann. Breitmann! Kommen Sie her! Breitmann! Urban Drift. Der Scott McBean kommt aus England. McBean. Wollte ich gerade sagen. McBean. Bean. Bean. Aber der hat seinen Teddy nicht dabei. Und fährt er da gleich mit seinem Auto rum. Mit seinem Mini. Wir sind 7. in der Tabelle.
Also seid ihr abgestiegen? Ja, aber wir müssen ja jetzt noch spielen. Esrik Dera, das ist der momentane Torschützen-Dings da, hat mit 4 Ligatoren liegt da vorne. Wurde gerade eingeblendet. Das könnte problematisch für die Abwehr werden. Schade, ne? Ich muss den noch bangen. Hendrik und Faruk hier aus 30 Meter Entfernung. Ja, ich mach jetzt mal hier Brünnmull. Ja. Oh, also ich habe jetzt glaube ich, ich habe die Perspektive gewechselt mal. Jetzt nicht von dem, also von hinter mir, sondern von oben, weil so kann man das Spielgeschehen einfach besser erleben, sage ich mal. So kann ich besser spielen, weil darum. Warum? Oh, schon die erste Torchance für. Stell dir mal vor, FIFA oder First Person. Das müsste so scheiße sein. Ich nimm doch keine bösen Wörter in den Mund. Der Code. Und da haben wir E-Double. Eigentlich E-Double. Mann, der Typ, ne, der hat auch überhaupt nicht drauf. Läuft alleine aufs Torwart zu und schießt nicht drauf. Nee, wollte den Ball behalten. Ich klipp Domane. Ja, Mann! 1-0! Alter, geh ab. Ja, Mann! Ey, du weißt doch noch mein eines Dings da. Du weißt, du kennst doch, das war jetzt nur minimal. So. Du weißt auch noch das eine Tor, wo ich so richtig ausgerastet bin. Oh ja. Da ist das ja nichts gewesen. Ja, einmal. Und zwar war das, ich kann dir jetzt immer sagen, wie das Tor entstanden ist. Ich habe mir den Ball selber erobert. Wow. Und dann ihn eingelocht. Mann. Oh, nicht schlecht. Da hat die Abwehr gepennt. Oh nee. Ich mag diese babyblauen Trikots voll. Irgendwie möchte ich gerade die ganze Zeit nur stocken. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Was möchtest du? Irgendwie möchte ich nur stockend. Du mich? Ja. So eine Scheiße hier. Möchte ich Gott sei Dank nicht. Besser als andersrum, weil sonst. Ach, schade. War ein Füßleinchen im Wegchen. Mal schauen, was ich denn so nicht brauche. Auf jeden Fall Java. Steam. Steam. Ich weiß ja, was du auch machst. Ich brauche kein Windows. Ne, Explorer Exe für den Arsch, ey. Ich hab's leider einmal gemacht. Nein, 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 nein! Oh! Oh. Puh.
Alter, das war knapp. Oh, sorry. Schluss. 1-1. Nach Ecke. Nach Ecke, aber ich kann nicht dafür, ich stand vorne. Mist. 1-1 durch Constable, nicht durch Rick, das ist gut. Aber auch war ein schöner Kopfball, muss man sagen. Er war nicht perfekt, aber er war schön. Ja, schade eigentlich. Ah, das schaffst du noch. Fuck, oh, willst 2-1. Du mich verheuchen? Mensch. Ich würde ja gerne Fallout zocken, aber habe ich nur auf Steam. Auf Steam auf und drauf. Oh Mann, was soll denn der Scheiß? Das ist unten in meiner Taskleiste wieder hier kein Lautstärkeregler. Wunderbarer Pass. Exzellent. Du weißt, was ich damit meine. Ich hasse das. Wird wahrscheinlich ein Halbzeitstand von 1-1. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, wir gehen wieder in Führung. Nein. Okay, wir haben Abstoß. Oh Mann, was soll denn der Scheiß? Ich hasse diesen verfickten Kack-PC. Kauf dir 9. Ja, will ich ja. Oh Mann, wieso kann ich jetzt hier Lautstärke nicht wieder anstellen? Oh, was soll denn der Scheiß? Oh, Hacke. Nein, schade. Schade, knapp vorbei. Knapp vorbei. Am Tor. Audio. Musik, 10 Geräusche, 10 Sprache. Okay, erste Halbzeit ist rum. Halbzeitstand 1-1 in der 15. Luximan und in der 29. Constable. Constable. Gucken wir uns nochmal ein bisschen die Video an. Also, die sind nicht schlecht. Aber auch nicht gut, oder was? Ja, die sind so mittel, wie wir. Schizophrene Gamer. Dann haben wir noch was gegen Tor. Naja, das war's jetzt auch. So, hier habt ihr die anderen Ergebnisse. Ich gucke mir nochmal die Leistung an. Was könnte ich denn so balltechnisch nochmal? Abgeschlossene Spiele. Ja. Ich muss noch ein paar Gegner austribbeln. Ich habe jetzt Spezialbewegung 3. Von 5. Ich würde gerne. Ich muss 75 Spieler ausdrücken, dann kriege ich einen plus einen Stern Spezialbewegung. Und dann muss ich insgesamt muss ich noch. Wo ist das? ...100 Gegner mit Spezialbewegung austribbeln, dann kriege ich... habe ich 5. Dribbling ist bei mir auf 66, Ballkontrolle 67. Wo ich am meisten jetzt schon habe, ist Schießen... Nee, körperlich. Das ist eigentlich meine beste Eigenschaft.
Dribbling? Ich hab keine Ahnung. Ich guck ich Dribbling halt. Oder Passen oder sowas. Oh mein Gott, eine Assassine! Bam, 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 bam! Ah! 72 Abschluss, 74, nee, Ausdauer 75. Ich glaube, das ist das Beste, was ich habe. Ja. Ja, 75 Abschluss. Ah, Ausdauer. Naja, spielen wir weiter. Wollte ich nur nochmal so nachgucken. Cox kommt rein. Boah, das war so zweideutig. Cox kommt rein. Ach so, ja. Weißt du Bescheid, Schätzlein? Dröja. Dröja. Opa Dröja Style. Lauf, 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 ja, lauf, 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 Scott. Scott, do it, say it. Willst du mich verarschen? Bam. Oder was ich hier oben, hier vorne alles so mache. Ach komm, das war jetzt kein Foul. Es war nur Tätschelchen am Cox. Nein, ich weiß nicht, wer das war. Oh, das. Also, wenn Scott den Ball hat, dann muss. Dann kann ich keinen riskanten Pass anfordern. Schade, schade, dass er den nicht so gut annehmen konnte. Es wäre schön gewesen. Ja, ich schaue mir das ja gleich mal an. Oder später, wenn du es hochliest, als ja. Wenn überhaupt. Kann aber wieder ein bisschen dauern. Wie immer, ne. Ja. What the fuck is this? Hello, Wizard. Oh my God, he's a wizard. Oh my fucking God. Trinke. Na, oh. Das war knapp. Powell kommt raus und da ist Loximan. What? Der Wischmeister. Mayher kommt rein. Maher geschrieben. Ja, Mayher. Also glaube ich mal. I wanna fuck Mayher. I may fuck her. Nein, oh, du weißt, wie ich das meine. Ja. Ey, geil, ich habe eine 9,1 allerdings. Nein, nein, nein. Schön von Nummer 12. Ich weiß nämlich nicht, wer Nummer 12 ist. Bisschen schwarzer. Lederrüstung nicht passend, ich glaube, fakt hier. Wow, wow. Entschuldigung.
Spezialübung mit dem hier. Spezialbewegung mit dem hier üben. Okay. Was, was bist du jetzt eigentlich gesamt mit dem Typen? 68. Ist ja schon 2 aufgestiegen. Oh, schade. Nein, nein, nein! Oh, Scheißendreck. 2-1? Nein. Ich stand allein vom Tor, aber der Torwart hat gehalten. Oh, shit. Du musst auf Foul plädieren. Ja! 2-1 durch Luxemburg in der 84. Ah, nein. Distanzschuss, Digga. In Winkel, wie immer. Digga. Bam. Einfach mal abgezogen. Vom, ja, eigentlich kurz vorm 16er. Wurdel kommt da rein für Scott. Müssen wir die Führung nur noch über die Zeit bringen. Wie viel die Minute ist? Wie gesagt, in der 84. habe ich es geschafft. Ach so. Nicht zu weit. Oh, diese shit Playlist. Was war das denn? Was meinst du, meine Damen und Herren? Na, ist der schnell gut? Nein. Jetzt haben wir die 88. Ne, jetzt haben wir schon die 89. Es ist ein wenig spannend jetzt gerade. Gibt's hier das bestimmt? Bitte, bitte, lass ihn aus. Nein, lass ihn aus. Oh, es ist Nervenkitzel pur. Schöne Lärm. Ja. Gewonnen. 2-1. Sorry. Zweimal durch Luxemburg. Einmal in der 15. und einmal in der 84. Sehr nice. Nice. Ah, nicer, nicer Putsch. Tja. Auch wenn die Oxforder schlau sein können, Fußball spielen können sie trotzdem nicht. Das war ein schönes Spiel. Ja, also von oben, glaube ich, lasse ich jetzt, weil ich kann einfach besser jetzt gucken. Wenn jemand guckt. Genau, nein, ich kann einfach besser spielen. Und ich glaube, wenn ich besser spiele, macht es euch mehr Spaß zuzukommen. Ne? Ja. Nein. Oh, das war episch. Hackentrick von Scott. Also Hacke, Hackentrick und dann Kackentrick, ne? Kackentrick und dann ich, also mir vorgelegt und dann ab ins Tor damit. 9,5er Spielerbewertung. Boss-like. Ah, dann mach ich. 95% der Pässe, ja. Wie viele Spiele musst du eigentlich noch für diese Saison machen? Viele. Spielinfo.
Die hatten 5 Schüsse, 2 aufs Tor, wir hatten 7 Schüsse, 4 aufs Tor. Die hatten zwar mehr Ballbesitz, wir haben 2 Kämpfe gewonnen, 14-16. Fouls, wir haben 2-0, gelbe Karten, keine, rote auch nicht, Verletzungen haben. Die Esrik hat sich verletzt, scheint so. Abseits keine, Ecken hatten die 3. Wir hatten eine Schussgenauigkeit von 57%, die hatten eine Passgenauigkeit, und die eine Schussgenauigkeit von 40, wir hatten eine Passgenauigkeit von 82, die eine von 83. Ja. Kannst du mich jetzt eigentlich immer noch gleich gut hören? Ja. Okay, sehr nice. Ja, das wär's. Ja, nochmal die anderen Ergebnisse. Abu Ogogo ist zurück. Das ist cool, ne? Ogogo. Ja. Pro Leistung passend erzielt. Yay. Ein Paulik, Schul, Dangham gegen Chesterfield. Und wir spielen nächstes Mal weiter gegen Chesterfield, wenn ich das richtig gelesen habe. Nochmal. Bis dann. Ciao.